Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Österreichischen Filmmuseum zum Auftakt von Collection on Screen. Peter Lore, Augen schauen dich an. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie so zahlreich erschienen sind und sage die technischen Details gleich am Anfang. Sie sind eine 35mm Kopie. Sie sind bitte dazu angehalten, nicht zu essen. Sie können gerne etwas trinken und ich würde Sie einfach bitten, Ihre Handys abgedreht zu lassen. Weder vom Leuchten noch vom Läuten, dass Sie Ihre umsitzenden Mitmenschen nicht mit Ihrem Handy stören. A wie Anfang. Ich habe mir überlegt, dass Peter Lore sollte man unbedingt ein kleines Lexikon zur Seite stellen und werde mir immer wieder so Buchstaben aus dem Alphabet aussuchen, die zu seinem Filmschaffen passen. Also heute A wie Anfang. Zum heutigen Auftakt von Collection on Screen, Augen schauen dich an, habe ich eine Klammer gesetzt. Wir beginnen jetzt mit M und um 20.30 Uhr sehen wir Peter Lores einzige Regiearbeit, Der Verlorene und davor von Kurt Krenn, 1000 Jahre Kino. M verhilft ihm zum Durchbruch und Der Verlorene markiert seinen endgültigen Bruch mit Europa. Unzählige Anfänge kennzeichnen Peter Lores Leben. Er kommt 1904 in der heutigen Slowakei zur Welt. 1913 zieht die Familie nach Wien und mit einem kurzen Zwischenspiel in Baden übersiedeln sie abermals 1917 zurück in die Hauptstadt. Lore beginnt seine Lehre in der Anglo-Österreichischen Bank. Aber schon lange schlägt sein Herz für die Schauspielerei. Am Beginn der 20er Jahre trifft er auf den Kreis um Jakob Levi Moreno, den Begründer des Stegreiftheaters. Hier lernt er alles, was ihm für sein späteres Schauspielleben nützlich sein wird. Jakob Levi Moreno gibt ihm seinen Künstlernamen und er lernt, sein künstlerisches Ich spielerisch umzusetzen. Hans Saal, Literaturkritiker und Freund, erinnert sich. Zitat: Peter Lore wurde mein Freund. Er liebte es, sich selbst zu parodieren, um andere zu erschrecken. Wir gingen oft nächtelang durch die Gassen von Breslau und sprachen von künftigem Ruhm und von der Schwierigkeit, etwas aus sich zu machen. Lore sagte: Ich will lieber ein kleiner Schauspieler bleiben, der kleine Rollen gut spielt, als ein großer Schauspieler, der große Rollen klein spielt. Alles zusammen, Moment. Lore legt mit dieser Erkenntnis den Grundstein zu seiner Karriere eigentlich selbst. Denn das fällt den Regisseuren am Theater wie im Film auf. Ende der 20er Jahre reüssierte er erfolgreich am Theater in Berlin und in Karl Leiters Die verschwundene Frau gibt er in einer Kleinstrolle 1929 unbemerkt sein Filmdebüt. Die Rolle des Hans Beckert in Fritz Langs M ist für beide wieder etwas wie ein Anfang. M ist Fritz Langs erster Tonfilm und Peter Lores Darstellung des psychisch kranken Triebtäters, angelehnt an die Serienmörder Fritz Hamann und Peter Kürten in den 20ern, verhilft ihm zum internationalen Durchbruch. Die Premiere findet am 11. Mai 1931 in Berlin am Uferpalast am Zoo statt und der Film gerät zum Publikumserfolg. Lob auf einem offensichtlichen Missverständnis basierend kommt allerdings von ungewöhnlicher Seite. So schreibt Josef Goebbels nach einem Kinobesuch in einer offensichtlichen Fehldeutung des Werks, Zitat: Abends mit Magda im Film M von Fritz Lang gesehen. Fabelhaft. Gegen die Humanitätsduselei. Für Todesstrafe. Gut gemacht. Lang wird einmal unser Regisseur. Er ist schöpferisch. Zitat Ende. Dennoch verbieten die Nazis bald nach der Machtübernahme die Aufführung von M und missbrauchen in ihrem antisemitischen Propagandafilm Der ewige Jude 1940 einen Ausschnitt, das ist der große Schlussmonolog von Lore, um damit zu belegen, dass Peter Lore durch seine Darstellung des Rechtsempfinden des deutschen Volkes getäuscht hätte. Meine Meinung an Sie, liebes Publikum, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Wir haben vor langen Jahren ein Buch veröffentlicht, meine Kolleginnen von Cinema, Michael Omerster und Brigitte Meyer und ich. Das Buch ist mittlerweile lange vergriffen. Ich habe es antiquarisch erstanden. Die Preise sind mittlerweile, finde ich, etwas zu hoch. Wenn Sie noch ein Exemplar haben wollen,
können Sie es zum selben Preis wie damals bei mir kaufen. Ich bin nach dem Film noch da. Ich mache auch die Einführung zum Verlorenen. Es kostet 20 Euro. Es steht Ihnen frei, es zu kaufen oder nicht. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen und wünsche Ihnen jetzt eine gute Projektion mit 110 Minuten mit Peter Lohre in seinem ersten Tonfilm. Danke.